So. Runde 1. Schöne dynamische Kicks von Jan, aber Benedikt mit dem Fußfeger. Wurfversuch. Bodykick. Oh, schöne rechte Schwinge. Wenn der gekommen wäre. Von Jan. Benedikt geht mit vielen Kicks vorweg. Aber Jan geht entsprechend nach vorne, zeigt so ein bisschen Aggressivität. Bringt Benedikt zu Fall. High Kick abgeblockt. Schön antizipiert. Natürlich zum wiederholten Mal der Versuch, mit dem Ellbogen zu punkten. Ja, da war noch etwas Luft, das Tanksgefühl noch nicht komplett da. Ja, schöne Low-Kicks. Wir haben es von dem Einmarsch gesehen. Jan Kammerer mit sehr stabilen Beinen. Wow, nice. Schöner Schlagabtausch. Schöne erste Runde. Dynamisch, kraftvoll von Jan Kammerer. Und lange Arme, gute Kicks von Benedikt Ruhröde. Seconds out. Seconds out bedeutet, wir bereiten uns auf die zweite Runde vor. Auf geht's. Schläge zum Körper von Jan. Ah, links-rechts Kombination. Low Kicks. Also wir haben von Schlägen und Tritten viele Varianten hier gesehen. Yeah.
Young bestimmt das Tempo. Geht nach vorn. Ist hier noch der aggressivere von beiden. Jetzt wird es unterbrochen, weiter geht's. Ja, zu langsam angesetzt. Hätte ein guter Fußfeger werden können. Bodykicks. War da wohl zu tief. Aber Jan signalisiert, es kann weitergehen. Kurze Ermahnung für Benedikt. Schön die linke führend und den rechten Low-Kick zum Abschluss. Oh, schöne Kombination boxerisch von Jan Kammerer. Schöne Aktion. Und immer im Vorwärtsgang, macht Druck. Das sehen natürlich auch die Punktrichter. Kurze Linke von Benedikt. Das Ende der zweiten Runde. So, wir nähern uns den letzten 3 Minuten. In diesem Muay Thai-Kampf bis 75 Kilogramm. Rote Hose für Benedikt Röde gegen Jan Kammerer in der schwarzen. Jetzt hatte Jan seinen Kontrahenten in der Ringecke, hat gleich wieder Druck ausgeübt, liegt für mich punktetechnisch auch vorn. Das heißt, der Leipziger Benedikt muss jetzt noch mal einen rausholen. Von Benedikt. Gerade Ellbogentechnik vom Leipziger. Und
Ja, Benedikt hätte ruhig aus seine Reichweitenvorteile boxerisch nutzen können, aber da kamen zu wenige Aktionen. Die Dynamik und die Kraft von Jan hingegen war deutlich stärker. Oh. Kommt aber hier durch und Jan wird angezählt. Ist noch wackelig auf den Beinen. Wir sind bei 6. Und hat einen Cut am rechten Auge. Nein, er gibt ab. Der Ringrichter beendet das in der 3. Runde. Und Benedikt Röde nutzt diese Chance in der 3. Runde. Und schickt Jan Kamera zu Boden. Der sich jetzt natürlich ärgert sich. Lag vor, muss man sagen, er lag vorn. Aber so kann das laufen. Ja, eine Aktion. Leider kann der Zeitkämpfer nicht dran nehmen. Ja, Kamera hat einen Tiefcut. Der muss besorgt werden. Deshalb hier die Urteilsverkündung. Sieger! Durch K.O. in Runde 3 aus der blauen Ecke, Benedikt!